Ringsport der Spitzenklasse mit dem SVG in der Deutschen Ringerliga. Das Germania-Magazin von Mein Ort wird präsentiert von Firman Industriebau und Dietrich Industrie Feindrehteile. Es geht um die beste Ausgangsposition für die Endrunde. Der SV Germania Weingarten steht aktuell an der Spitze, ungeschlagen und mit dem klaren Saisonziel Deutscher Meister. Gegen den ASV Nendingen schickten die Germanen gleich zwei neue Ringer im griechisch-römischen Stil auf die Matte. Dimitri Petaikin im Limit bis 77 Kilo und der gebürtige Italiener Nicolas Kakelashvili stand im Limit bis 97 Kilogramm im Kader. Alex Arena, die zweite Hauptrunde in der Deutschen Ringerliga beginnt. Der SV Germania Weingarten gegen den ASV Nendingen. Ralf, eine Begegnung, die bevor der erste Kampf beginnt schon so ein bisschen Brisanz hat. Was erwartest du dir vom heutigen Kampfabend? Ja, beide Mannschaften stehen sehr stark. Wir mussten unter der Woche oder kurz vor Schluss quasi unseren armenischen 77-etatmäßigen Athleten ersetzen. Gott sei Dank haben wir mit dem Petaiki noch einen guten Ersatz verpflichten können. Weil mit dem Katagara steht schon ein richtig starker Mann auf der Matte. Das haben wir uns ein bisschen anders ausgerechnet im Vorfeld. Jetzt gucken wir mal, was rauskommt. Aber insgesamt sind die Teams sehr ausgeglichen und ich bin mal gespannt, ob wir da die zwei Punkte in Weingarten halten können. Es wird sehr schwer. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Germania Magazin. Ringsport der Spitzenklasse und zumindest auf Germanenseite. Allen Grund zum Jubeln bekamen die Fans gleich im Kampf 1 des Abends geliefert. Der 29-jährige Kubaner Javier Domenico zeigte in der niedrigsten Gewichtsklasse gegen den Deutschen Valentin Lupu vom ASV Nendingen das erwartete lateinamerikanische Feuer. Kurz nach der Pause war Schluss, die Niederlage mit 19:1 mehr als deutlich und ein solider Start in den Abend für die Germanen, die mit nur einem Deutschen im Kader erneut einen Rückstand von 6 Punkten zu bewältigen hatten. Nachdem der ASV den zweiten Kampf für sich entscheiden konnte, schauten alle gespannt auf die Begegnung in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm Freistil. Jolis Bonne, Weltmeister von 2018, stand gegen Weingartens Abasgachi Magomedov auf der Matte. Und was der Germane dann zeigte, hatte so mit Sicherheit niemand auf dem Zettel. Hier zu sehen die einzigen Punkte für Bonne. 6 Zähler holte Magomedov am Ende. Gegen den Routinier aus Kuba zeigte der 21-jährige Russe eine starke Vorstellung und ließ wenig zu, holte am Ende mit seinem Sieg 2 Punkte fürs Team. Der italienische Neuzugang Nicolas Kakelashvili sicherte im Anschluss einen weiteren Punkt. Donjo Eslamov gewann dann kurz vor der Pause mit 2:0 gegen den ehemaligen Germanen Maxim Mamulat in der Gewichtsklasse bis 67 Kilo griechisch-römisch. Der Halbzeitstand somit bei einem ausgeglichenen 8:8, wobei 4 der 5 Kämpfe an die Germanen gingen. Ja, die erste Halbzeit lief ganz nach unserem Geschmack. Wenn ich überlege, dass der Abagacci hier den Bonne besiegt hat, das hat keiner von uns auf der Rechnung gehabt. Der war mit -2 rausgerechnet und dementsprechend gut sind wir im Rennen. Ich gehe davon aus, dass der letzte Kampf heute entscheidet und da ringt der Kadi Magomedov gegen den Omanov und es ist ein 50-50 Kampf. Also es wird wie beim letzten Heimkampf spitz auf Knopf und im letzten Kampf sehr wahrscheinlich die Entscheidung erst fallen. Der nächste Knackpunkt, dann Kampf 7 des Abends, da Musalaliev gegen Hasanov 2 Punkte abgegeben hatte, der SVG zu diesem Zeitpunkt im Rückstand. Alejandro Valdes stand im Limit bis 72 Kilo Freistil dem gebürtigen Ukrainer Semyon Radulov gegenüber. Der erste Punkt wegen Passivität ging an den Germanen. Mit Punkt Nummer 2 nach der Pause ging es ebenso. Dann wurde klar, nur die Differenz in Schach halten war nicht der Plan des Nendingers. Radulov wollte den Sieg und setzte mit dieser Aktion für sich die Weichen. Kurz vor Schluss macht er dann den Deckel drauf, vermeintlich. Der Germanen-Coach fordert den Videobeweis und bekommt recht. Das Endergebnis 4:2 für Alejandro Valdes und 2 Punkte fürs Team der Germanen. In Kampf Nummer 8 des Abends lieferte Teamkapitän Jan Fischer gegen Wladimir Kurle eine Vorstellung zum Genießen für alle SVG-Fans.
Nach knapp 4 Minuten war die Begegnung beendet. Technische Überlegenheit, 4 Punkte für den SVG. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg heute. Hast du es so erwartet? Ganz in der Höhe nicht, aber in die Richtung schon. Ich hatte eine Vorgabe vom Coach, die waren 3 Punkte und die hatte ich vor zu erfüllen. Dass es dann noch ein bisschen besser lief, umso besser. Jan ist hier wichtig für die Mannschaft. Es ist eine Säule in der Mannschaft und alles drumherum haben wir gebaut und es funktioniert. Na klar, ich fühle das vor allem hier im Umfeld. Man kommt hierher, man ist hier willkommen, man wird hier begrüßt und aufgenommen. Ich bin hier aufgenommen worden vor 2 Jahren. Ich gehörte von Anfang an dazu und das spürt man hier und das versuche ich zurückzugeben. Kataraga holte dann nochmal 3 Punkte für die Gäste. 13-13 unentschieden, somit der Zwischenstand vor dem letzten Kampf des Abends. Marco Kadimagomedov gegen Gazimurat Omarov in der Gewichtsklasse bis 77 Kilogramm Freistil. Die ersten Punkte gingen an den Nendinger und dann ging alles ganz schnell. Zuerst ein Viererwurf für Kadimagomedov. Der hat Omarov dann fest im Griff. Schultersieg nach nur knapp 4 Minuten und die Mineralex Arena steht Kopf. Ja, wir sind in die Pause mit dem 8-8. Und es hat sich ja schon angedeutet, dass der letzte Kampf heute vielleicht die Entscheidung bringt. Und so kam es. Wir sind mit 13-13 in den letzten Kampf. Und der Kadimagomedov hat das super gelöst für uns. Die Kunst war vom Kadimagomedov, dass er den Kampf so offen gestaltet hat und auch angefüttert hat. Und es ist ihm gelungen. Der Gegner hat riskiert und wurde bestraft mit einer Schulterniederlage. Ein weiteres Highlight abseits der Matte an diesem Abend, der Besuch des Rekordringers Michael Lopez in der Mineralex Arena. 3-maliger Olympiasieger und 5-maliger Weltmeister. Ihn werden wir im Rückkampf voraussichtlich auf der Matte sehen. Ha sido algo muy bonito, algo muy esencial, algo donde todos los competidores, donde todos los atletas han sabido defender los clubes. Creo que es algo en lo cual hemos estado aquí a propósito de hacer de que nuestros clubes sean los campeones. La amistad, la forma de compartir en conjunto, creo que es algo en lo cual todos nosotros los atletas estamos muy contentos. La esencia de ser partícipe de estos clubes y creo que estamos muy contentos de ser partícipe de esta función. Was für ein Wahnsinn hier heute Abend in der Mineralex Arena. Der SV Germania Weingarten ist auf dem besten Weg, sich die Pole Position zu sichern, kurz vor der Endrunde. Jetzt geht es erstmal weiter mit 2 Auswärtskämpfen am 23.11. gegen Ispringen und dann nochmal auswärts gegen Lendingen, bevor dann am 7.12. hier der nächste Heimkampf stattfindet. Also bleibt dran, wir bleiben natürlich auch dran mit unserem Germania Magazin. Danken euch fürs Zuschauen und freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss. Ringsport der Spitzenklasse mit dem SVG in der Deutschen Ringerliga. Das Germania-Magazin von Mein Ort wird präsentiert von Firman Industriebau und Dietrich Industrie Feindrehteile.